Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Kryptografie. Heute wenden wir uns ein bisschen was Praktischerem zu, und zwar den D-Log-Einmal-Signaturen. D-Log-Einmal-Signaturen basieren auf dem D-Log-Problem, also dem diskreten Logarithmus-Problem. Habe ich letztes Mal kurz angerissen, ich zeige es aber auch gerne nochmal ganz kurz. Und zwar, das D-Log-Problem besagt, dass wir, wenn wir eine Funktion, eine Einwegfunktion sozusagen, benutzen, f von x, die bildet uns einfach unser x auf ein g hoch x ab, wobei das g Generator einer zyklischen Gruppe ist. Habe ich, glaube ich, alles mal genauer erklärt. Dann gilt, oder dann könnte gelten für eine gewisse Gruppe, je nachdem, welche Gruppe ihr benutzt, ist das Problem schwer. Und für andere Gruppen ist es wiederum leicht. Und zwar, das Problem ist, das x wieder zu bekommen aus g hoch x, also quasi den diskreten Logarithmus zur Basis g zu ziehen. Also wieder das x aus g hoch x zurückzubekommen. Das ist schwer in so ziemlich den meisten Gruppen, glaube ich. Und in diesen Gruppen, da benutzen wir dann eben diese Signaturen. Und ja, das ist sozusagen unser Problem. Also nicht unser Problem, aber darauf basieren unsere Einmalsignaturen, dass die nicht gebrochen werden können. Und dafür werden wir jetzt auch dieses Mal endlich einen Beweis machen. Also nicht dieses Mal, wahrscheinlich nächstes Mal. Ich werde euch heute aber zeigen, wie wir das Signaturverfahren aufbauen. Okay, also g sei endliche kommutative Gruppe, das bedeutet, keine Ahnung, A mal B, wenn jetzt mal die Verknüpfung in der Gruppe ist, also wenn wir mal rechnen dürfen in der Gruppe, dann ist es dasselbe wie B mal A. Das bedeutet kommutativ, endlich bedeutet, dass sie nicht unendlich viele Elemente hat, also wenn wir irgendwann mal mit den reellen Zahlen arbeiten, das ist keine endliche Gruppe, sondern eine unendliche Gruppe, weil ihr könnt unendlich viele Zahlen zwischen 0 und 1 finden, die reell sind, also ein Halb, ein Drittel, ein Viertel, ein Fünftel und so weiter bis ein Unendlichstel. Also ein Unendlichstel gibt es nicht, aber ihr könnt da beliebig lange hochzählen sozusagen und dann bekommt ihr da unendlich viele Zahlen. Deswegen sind die reellen Zahlen zum Beispiel keine endliche Gruppe. Nur als Beispiel jetzt, habe ich aber schon mal alles erklärt, glaube ich. Und die Anzahl an Elementen, die wir in der Gruppe finden, die sei prim. Also es gibt in dieser Gruppe Prim-Elemente. Stellt euch zum Beispiel die Gruppe Z modulo 3Z vor. Das bedeutet, in der Gruppe sind drin 1, 2, also stopp, 0, 1 und 2. Dann haben wir hier drei Elemente drin und die Anzahl an Elementen in dieser Gruppe ist dann logischerweise 3, also eine Primzahl. Normalerweise wählt man hier ein bisschen größere Gruppen, aber das sei mal dahingestellt. Nur, dass ihr ungefähr ein Gefühl kriegt, wie so eine zyklische Gruppe aussehen könnte. Dann der Generator, der sei mal wieder klein g. Okay, so, was machen wir jetzt, damit wir unser D-Log-Problem gelöst bekommen? Also, wir erinnern uns das D-Log-Problem hier, g hoch x ist es schwer, also für jedes x hier ist es schwer, wieder x zu bekommen. Das ist quasi unmöglich zu berechnen. Das ist unser Problem, darauf basieren wir jetzt. Okay. Also was machen wir in dem Gen-Algorithmus? Der Gen-Algorithmus produziert uns zur Erinnerung Public Key und Secret Key. Da wählen wir uns einfach sowohl ein X als auch ein W zufällig aus der Gruppe, also aus G. Zum Beispiel könnte G jetzt, wie gesagt, hier die Zahlen modulo P sein. Also P ist unsere Primzahl mit der Ordnung. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit hier. Okay, die, wie gesagt, zufällig wählen. Dann berechnen wir uns ein H als, ich kann es auch einfach als gleich schreiben, als g hoch x. Das speichern wir uns sozusagen da drin. Und wir berechnen uns ein C, ein C als g hoch w. So, und die beiden, die brauchen wir jetzt für den Public Key und den Secret Key. Die definieren wir uns jetzt einfach mal direkt. Public Key, wenn er unten stehen würde. Okay. Public Key ist der Generator. Der ist sowieso für jeden zugänglich. Die Gruppe hat übrigens auch immer jeder zur Verfügung. Also jeder weiß, was für eine Gruppe man dafür benutzt. Die ist, keine Ahnung, im Standard mit drin stehend oder sowas. Dann packen wir hier H rein und wir packen C rein. So. Und unser Secret Key, den definieren wir uns als die beiden zufällig gezogenen Elemente X und W. Das ist unser Gen-Algorithmus. Jetzt Sign. Sign bedeutet, wir signieren. Und was signieren wir? Wir signieren eine Nachricht M mit dem Secret Key. Ich glaube, ich habe es bisher immer andersrum geschrieben. Lassen wir mal die Schreibweise so. Okay, was machen wir also hier? Wir wollen eine Signatur berechnen. Und das ist jetzt gerade gar nicht so schwer. Ich mache hier mal ein bisschen Platz rein.
Wir berechnen uns einfach W minus M. Also wir ziehen die Nachricht M. Das ist ja im Prinzip, kann jede Nachricht auch als Bitstring interpretiert werden. Und die ziehen wir von unserem zufällig gezogenen Element W ab. Und dann teilen wir sie einfach durch X. Das ist alles, was wir machen. Das ist jetzt ein bisschen, sieht ein bisschen trivial aus, aber ihr müsst bedenken, die kann, also dieses Element und dieses Element kennt niemand außer uns, der wir die Signatur hier berechnen wollen. Okay, und jetzt sagen wir hier Verify. Ja, Verify möchte gerne alles überprüfen. Was möchte er denn überprüfen? Naja, also mit was, vor allem mit dem Public Key. Was möchte er überprüfen? Eine Signatur zur Nachricht M. Okay, so. Also Verify berechnet jetzt Folgendes. Und zwar, wir fragen uns, ist denn unser C, das steht übrigens hier im Public Key drin, das ist das letzte Element, ist es gleich G hoch M mal H hoch Sigma, also die Signatur. Ach, komm schon. Und das, ja, doch, das passt, glaube ich, so. Ja. Okay, also, wir berechnen G hoch M mal H hoch Sigma und schauen, ob das gleich C ist. C ist G hoch W, wenn ihr euch richtig erinnert. So, warum ist dieses Verfahren jetzt auch nur annähernd irgendwie funktionabel? Also, warum ist das eine vernünftige Gleichung hier? Naja, setzen wir doch einfach mal ein. Das ist jetzt übrigens die Correctness. Die schreibe ich jetzt einfach mal direkt unten drunter. Wir fangen an mit G hoch M. Ups, ja, gerade andersrum, mein Freund. G hoch M mal H. Ups. H hoch Sigma. Das ist, wenn wir uns recht erinnern, hier W minus M durch X. Also W minus M durch X. Hier oben statt dem Sigma. Jetzt einfach nur eingesetzt. Mehr habe ich jetzt gerade nicht gemacht. Okay? So, jetzt setzen wir mal noch für H was ein. H ist nämlich G hoch X. Also schreibe ich jetzt hier G hoch X. So, das Ganze wiederum hoch. Ach, komm schon. Das Ganze wiederum hoch unserem W minus M durch X. So, jetzt Potenzregeln hier aus der, keine Ahnung, 9. Klasse, 10. Klasse oder sowas wieder ausgraben. Wenn ich etwas habe, was schon eine Potenz ist und ich potenziere das nochmal, dann ist es im Prinzip nichts anderes, als würde ich hier oben die Exponenten multiplizieren. Also kann ich auch reinschreiben, g hoch x mal, g hoch x mal w minus m durch x. So, jetzt sehen vielleicht manche von euch, x kürzt sich raus, also x mal w minus m durch x, naja, tschüss x, so ist das eigentlich. Und jetzt kann ich hier auch sagen, okay, wenn ich hier zwei, das hier muss natürlich nach unten, wenn ich hier g hoch m mal g hoch irgendwas anderem mache, dann ist es dasselbe, wie wenn ich hier, also wenn ich dieselbe Basis habe, geht es nur, dann ist es dasselbe, wie wenn ich die Potenzen addiere. Das heißt, ich habe hier im Prinzip stehen, g hoch m plus w minus m. So, also, Klammern kann ich wegmachen, ist ja nur eine Subtraktion. M plus w minus m, naja gut, dann fällt die Nachricht ja offensichtlich raus. Und dann steht hier g hoch w und g hoch w, wie wir hier sehen können, ist c. Und ich überprüfe ja gerade, ob das hier c ist. So einfach ist es im Prinzip, bisschen rumrechnen und rumjonglieren mit den Exponenten und schon haben wir einen Correctness-Beweis. Und das ist im Prinzip alles. Ja, ziemlich cool, oder? Also, so funktioniert im Prinzip das Verfahren hier zu den D-Log. Achtung, das ist auch eine Einmal-Signatur, wie wir mit einem Mal Keys ziehen, mehr als einmal signieren können. Also, nochmal zu Einmal-Signaturverfahren. Wir dürfen hier genau ein einziges Mal, wir ziehen uns hier Public Key und Secret Key und mit diesem Public Key und Secret Key dürfen wir nur eine einzige Signatur erstellen. Sonst wird das Verfahren unsicher. Wenn wir eine zweite Signatur mit demselben Public Key und demselben Secret Key erstellen würden, dann wäre die Signatur, die zweite Signatur nicht mehr sicher. Ich zeige euch auch nächstes Mal, warum. Und was mache ich dann, wenn ich noch eine zweite Signatur erstellen möchte? Naja, ich lasse einfach den Gen-Algorithmus nochmal laufen und dann habe ich nochmal ein Signaturverfahren, was in Ordnung ist. Das möchte man natürlich normalerweise nicht. Man möchte, dass Public Key und Secret Key einmal gezogen werden und dann sind sie für immer und ewig gültig. Aber das geht mit Einmal-Signaturverfahren nicht.
Wie wir aus Einmal-Signaturverfahren was Besseres basteln können, das kommt noch, keine Sorge. Nächstes Mal gibt es jetzt allerdings erst den Beweis, warum das Ding hier sicher ist. Und dann zeige ich euch noch das Signaturverfahren, das Einmal-Signaturverfahren, was auf RSA basiert. Und ja, dann geht es weiter im Spielchen. Okay, dann hoffe ich, es hat euch mal wieder gefallen. Lasst einen Daumen hoch da und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.